Bin ich eigentlich komplett geistesgestört? Habe ich einen Vollschuss? Habe ich einen Vogel? Was gebe ich für Geld aus? Was investiere ich für Geld in irgendwelche komischen, bunten Würmer und andere NFTs? Die Antwort auf diese Frage bekommst du in diesem Video. Ich hoffe mal, dass ich nicht ganz bescheuert bin, aber wer weiß, viele, die mich kennen, sagen, dass es das so ist und wahrscheinlich haben sie auch recht. <laughs> Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wirst du erfahren, warum ich in diesen bunten Wurm, den du gleich sehen wirst, 19 Ether investiert habe, weil ich glaube, dass es eines der besten Investments sein wird, das ich je in meinem Leben getätigt habe. Warum glaube ich das? Da hole ich dich jetzt rein. Ich werde dir zeigen, warum ich glaube, dass dieser NFT ein NFT ist, der ein absoluter Blue Chip ist und auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein wird und was du für dich dabei rausholen kannst. Bevor es reingeht, du weißt, hier drunter ist der Link zu einem kostenlosen Workshop. Wenn du mehr zum Thema NFTs erfahren möchtest, dann geh da rein. Du wirst sehr, sehr viel zum Thema NFT erfahren und am Ende mache ich dir ein Angebot und du kannst auch dann ins Coaching mit reinkommen. Wenn du möchtest, ist alles ganz unverbindlich. Genauso wie mein Buch ist auch sehr unverbindlich. Also insofern schau einfach mal rein. Dir kann nur Gutes widerfahren. Ich zeige dir mal, worum es geht. Ich habe mitbekommen, dass von einem Kunstwerk, das ist eine Kollektion mit 10.000 verschiedenen NFTs, ähm, die gemintet wurden schon vor längerer Zeit. Diese Kollektion ist aber nicht ausgemintet, weil der Künstler dahinter die Kollektion auf Pause gestellt hat. Zum einen, weil die letzten Stück für seine Kinder reserviert sind und zum anderen, weil er immer wieder die Möglichkeit haben wollte, Friends und Family eines von diesen NFTs zu schenken. Und jetzt hat er was ganz Tolles gemacht. Er hat zehn dieser NFTs mh, für eine Versteigerung hergegeben für, eine, für einen karitativen Zweck. Und ähm, da habe ich mitgemacht, habe mitgesteigert, bin unter die ersten zehn gekommen und die ersten zehn konnten eben einen von diesen lustigen Würmern, die du jetzt sehen wirst, bekommen. Worum geht's? Es geht natürlich diejenigen von euch, die sich schon ein bisschen auskennen, um die Chromie Squiggles. Der Chromie Squiggles, wie wir sagen würden. Die Chromie Squiggles sehen so aus. Die Chromie Squiggles, was die wenigsten wissen. Erstens, wenn du hier reinklickst, schaltest du die Chromie Squiggles an. Und dann wechseln sie ihre Farben. Manchmal von rechts nach links, manchmal von links nach rechts. Es kommt auf die einzelnen Tradezahlen. Und jetzt kannst du zehnmal auf die Space-Taste hauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann hast du einen schwarzen Hintergrund. Und ich finde ein Chromis squiggle auf einem schwarzen Hintergrund. Meine Freunde lachen mich schon dafür aus, weil ich immer sage, ich finde die so geil, weil ich immer sage, äh, wir werden irgendwann an dem Punkt sein, dass wir große Leinwände, große Screens bei uns in der Wohnung haben, keine Leinwände. Und da wirst du so einen Chromy Squiggle 2 auf 2 Meter sehen. Und ich war bei der Studieeinweihung von Beeple in Charleston und da waren Chromies squiggles noch größer zu sehen auf, zwei auf zwei, als 2 auf 2 Meter. Ich war in Marfa in Texas, da waren die Chromie Squiggles zu sehen, als der äh, DJ aufgelegt hat, äh, Jamie XX. Ähm, und wer sowas mal gesehen hat, wird das nie vergessen. Und ich werde es nie vergessen, und ich bin so begeistert und so angetan von den Chromis Quiggles und äh, davon, wie wunderschön diese Kunstwerke von Eric Snowfro sind, Eric Calderon. Äh, einer, ein Mensch, den ich inzwischen als meinen Freund bezeichnen darf, was mich sehr freut. Und ein Mensch, den ich für einen der liebenswertesten. Menschen der ganzen Welt, die ich zumindest in meinem Leben äh, kennengelernt habe, halte ähm, und einen der liebenswertesten Menschen im NFT-Space, der diese eben ganz, ganz großartige Kunst macht. Und wenn wir hier mal reinschauen, es gibt 9.774 Quiggles. Ich glaube, die letzten 200 sind für seine Kinder, für seine Nachkommen reserviert. Der Floor übrigens stimmt hier nicht. Der wird hier angezeigt mit 14 Ether. Der wahre Floor ist aber nur in Anführungszeichen 11,75. Ich habe inzwischen vier ChromiSquiggles. Drei habe ich damals gekauft für zusammen einen Ether. Gibt es auch ein YouTube-Video dazu. Habe ich damals schon gesagt, wer meinem YouTube-Kanal gefolgt ist, äh, hat da ein gutes Geschäft machen können. Ich habe pro Chromie-Squiggle so um die 0,3 Ether bezahlt ähm, und habe jetzt noch ein viertes gekauft. Und bei diesen Squiggles glaube ich einfach, dass sie zu den drei großen Blue Chips gehören in diesem Space. Drei, vielleicht vier. Ich glaube, CryptoPunks sind ein absoluter Blue Chip. Ich glaube. Auch immer noch Board Apes sind ein absoluter äh, Blue Chip. Ähm, ich glaube, Crypto Punks sind ein absoluter Blue Chip. Es gibt noch ein paar andere. Äh, natürlich Autoglyphs, aber die kosten ein paar hundert Ether. Ähm, Fidensas, Ringers. Nur wenn ich es wenn runterbeulen müsste auf eins oder zwei, dann wüsste ich nicht, ob ich mich für die Crypto Punks oder die Chromies -Quigles. Wahrscheinlich würde ich mich für die Crypto Punks entscheiden, aber die Chromies sind ganz nah dahinter. Ähm, was der Eric da gemacht hat, ihr müsst euch vorstellen, das ist Generative Art. Und der Eric hat mit der ähm, Plattform ArtBlocks die erste Generative Art-Plattform im NFT-Bereich gegründet. Und der erste Künstler, der auf der Generative Art-Plattform äh, gemintet hat, ähm, Sagt man immer, war Eric Snowfro, in Wahrheit war es Jeff Davis mit seinem Construction Token, aber Eric ist halt einfach der Gründer und mehr oder weniger der erste MINT auf dieser Plattform und ist der der Generative Art, also Kunst, die übrigens das ist alles auf der Blockchain. Der Code, um ein Chromebieg entstehen zu lassen, ist auf der Blockchain. Das ist nicht mit, dass irgendwo der NFT zu einer Webseite hindeutet und auf der Webseite ist das Video oder so hinterlegt. Nein, das ist on-chain. Alles so, dass du solange die Ethereum-Blockchain läuft, kannst du das immer wieder herstellen. Du brauchst keinen zentralisierten Service. Und der Eric hat da was geschaffen, wovon ich mir vorstellen könnte, dass so ein ChromiSquiggle, da gibt es, wie gesagt, irgendwann mal 10.000 davon. So wie ich immer sage, ich glaube, du wirst keinen CryptoPunk und keinen Board Ape unter eine Million kriegen. So glaube ich, dass du irgendwann keinen ChromiSquiggle unter ein paar hunderttausend Euro kriegen wirst. Ähm, keine Anlageempfehlung, wie immer. Du weißt, es kann auch ganz anders laufen. Die waren schon mal bei 0,3 Ether, waren auch schon bei 20, waren auch schon bei 5. Aber ich glaube einfach, das ist ein Investment, das sich lohnt. Und deswegen habe ich, das Wiggledau hat darüber gepostet und hat mir gratuliert zu dem Mint. Deswegen habe ich das gemacht, weil es gibt einfach nicht viele die diese Provenance, diese Herkunft haben, wie so ein Chromisquiggle, wenn ich da nämlich mal runterscrolle, dann sehe ich, dass das von der Nulladresse in meine Wallet gemündet wurde am 25. Mai und zwar von snowthrow.eth, von der... Adresse von Eric Snowfro von dem Künstler selbst. Und da gibt es nur sehr wenige. Es gibt nur sehr wenige Chromis Squiggles, die der Eric selbst gemintet hat in eine Wallet rein. Und hier ist meine Wallet. Da hat er sie reingemintet. Da hat er das Chromis Squiggle reingemintet. Ich finde, ich habe ein großartiges Erwischt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, das vor einem schwarzen Hintergrund anschaut, ist 5% weg davon, eine perfekte Farbverteilung zu haben. Und ich liebe das Cromis über alles, ich liebe die chromie über alles und ich liebe Eric snowfro über alles. Das ist ganz lustig, jeder, der Eric anspricht, immer auf Events aus meiner Future of Finance Community oder einer von meinen Mitarbeitern, wird von Eric immer mit offenen Armen empfangen und kriegt immer ein, hey, Wahnsinn, du bist auch von Mike in der Gruppe. Der ist wirklich einfach ein ganz, ganz bezaubernder Mensch, den ich, so gern habe und dessen Kunst ich so gern habe. Und äh, ich bin sehr froh, noch einen Chromie Squiggle, vor allem für einen guten Zweck. Das Geld ist eine Spende. Schlussendlich äh, ersteigern, äh, ersteigern, ersteigern können zu haben, äh, ersteigern gekonnt zu haben, glaube ich, wäre gutes Deutsch. Und äh, wenn dich die Chromie Squiggles interessieren, schau mal rein. Ich weiß, dass das natürlich nicht wenig Geld ist. Es ist aber, denke ich, ein Investment. Keine Anlageberatung, wie immer. Das ist ein Investment, das sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auszahlen wird, weil ich denke, in ein paar Jahren wird sehr viel über NFTs gesprochen werden und dann werden Menschen sagen: What? Du hast einen Chromie-Squiddle von Eric Snowflow selbst gemintet. Das ist was ganz Besonderes und deswegen habe ich dieses Investment, diese Investition getätigt. Hier drunter ist der Link zum kostenlosen Workshop. Diese Zeit ist auch eine Investition, kostet dich nichts, schau dir den mal an, bringt dich tiefer rein in den NFT-Space und zeig dir und ähm, lehrt dich sehr viel über diesen Space, was dich sehr viel weiterbringen wird. Ich freue mich, dass du hier immer so treu mit dabei bist. Lass gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, mach die Glocke an und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es hier wieder heißt All Things NFT und Chromie Squiggles.